Bravo und Dankeschön für den Lurk. Vielen, vielen Dank. Oh Gott, ich habe dich fast über, dich fast überlesen. Es tut mir sorry. Ich hoffe, dir geht's gut. Und hallo Dragon. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wie geht's dir? Boah, Alter, wo bin ich hier denn gelandet? Ah, guck mal, Chat. Wir können jetzt hier einfach mal umlanglaufen. Wir können einfach mal gucken, wo es uns hier hin verschlägt. Weil anscheinend... Ah, guck mal, da hinten hätte man auch lang reiten können. Aber egal. Das ist ein bisschen stressig alles, aber irgendwie im Griff. Oh, ich fühle das. Ich fühle das. Ich glaube, das ist so... Ich glaube, das ist mittlerweile einfach so ein Zustand bei allen aktuell. Es ist irgendwie stressig. Ich habe keine Ahnung, was ich tue, aber es funktioniert irgendwie. I don't know. Und daher fühle ich mich jetzt willkommen in unserer Runde. Bei uns ist das überall genauso. Oh, ich bin so froh, dass ich mittlerweile so viel Ausdauer habe hier. Safe renne ich hier gerade einfach irgendwo rum, wo man gar nicht rumrennen sollte. Aber ist okay. Aber guck mal, jetzt bin ich hier irgendwo im Nirgendwo. Das ist doch voll geili. Und bin irgendwie on the way to Wonderland oder so. Keine Ahnung, Mann. Wie war das, Chat? Ich heb ab und so. Und ihr dachtet, ich lüge. Mhm. Ich muss mal Pipi. Gleich hat bestimmt irgendwas Böses auf. Nein, hier oben doch nicht. Ich musste gerade kurz gucken, ob die Katze noch lebt. Die lag da gerade so eingerollt und so krass friedlich, dass ich mir dachte, so friedlich kann die nicht schlafen, ey. Sollte jetzt Samstag eigentlich meine neue Wohnung beziehen, habe mein Auto verkauft und heute die Nachricht bekommen, dass die Handwerker es schaffen, nur 3 Wochen brauchen und kein Auto mehr. Schauen, wie ich was Billiges finde, um 3 Wochen mobil zu sein, zwecks Arbeit. Oh, fuck. Ich drück dir ganz schnell, ganz doll die Däumchen, dass du schnell was kriegst. Das ist ja richtig Abfuck, ey. What the hell? Chat, ich hab Turm gefunden! Aber das ist doch saumies, ey. Das ist doch kacke, dass du halt jetzt... Ja, dachtest, das würde funktionieren und dann so... Ah, nee, doch nicht. Scheiße. Was heißt voll assi? Ja, das es passiert halt leider Gottes mal, aber es ist halt super unlucky für dich, ey. Also, ja, ich weiß nicht. Was heißt super voll assi? Ich würde es nicht als voll assi bezeichnen, weil es sind halt auch nur Menschen, ne? Und ich bin immer so der Meinung, so... Können ja teilweise auch nichts dafür, dass die sozusagen, so einen engen Zeitplan bekommen, weißt du, wie ich meine? Das finde ich besser für die Crocs. Die sind zwar auch super nervig, aber ist okay. Ist okay. Hallo? Ich wollte nämlich unbedingt auf jeden Fall noch was haben, wo ich mich hinporten kann. Da kommt mir der Turm doch wie gelegen gerade. Ich weiß am Montag schon, ob ich es schaffe und nicht. Und wenn ich eine große Baustelle habe, dann hätten sie mir auch ein paar Tage früher Bescheid geben können. Das meine ich mit Assi. Ja, aber leider Gottes kann man nicht immer von sich selbst ausgehen.
Das klingt jetzt sehr böse, ne? Aber man kann leider Gottes, habe ich erst vor kurzem auch lernen müssen, tatsächlich. Mal wieder, weil ich immer wieder an das Gute glaube und so. Chat, guck mal, hier ist voll schöni. Hoffentlich kommt er jetzt nicht voll die ultra-mega-krasse Aufgabe. Oh mein Gott! Keine Aufgabe, eine absolute Katastrophe, die hier passiert. Ey, hallo, können Sie mal bitte kurz loslassen? Dankeschön. Alter, es ist jetzt nicht sein Ernst, dass es jetzt regnet und dass ich deswegen... Ja, ich denke, das ist auch wichtig tatsächlich, dass man immer wieder ans Gute glaubt, ne? Weil ganz ehrlich, sonst verbittert man, glaube ich, super krass. Und das ist halt super, super, super schade, weil... Wäre das Leben erstens ohne Enttäuschungen, weil dann wäre es einfach, glaube ich, auch zu einfach, muss ich gestehen. So, und... So, während es jetzt gerade aus Eimern pisst, ne? Während es jetzt gerade aus Eimern pisst, werde ich kurz nebenbei kochen. Manchmal wäre einfach irgendwie auch mal gut. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich auch eine Zeit gehabt, wo es relativ in dem Sinne einfach war. Das ist halt, das sind halt meistens kurze Etappen, was zwar super schade ist, aber was einem dann trotzdem so ein bisschen auch den Mut gibt, weiterzumachen, wo man sich dann denkt, so fuck, okay, dafür will ich das machen. Und ansonsten, ich versuche viel auch mittlerweile einfach hinzunehmen, so, und mir zu sagen, so, okay, dann ist das jetzt halt super unlucky. Oh, das sollte ich nicht kochen. Kann ich das kochen? LOL. Es ist manchmal einfach. Aber ich glaube, man merkt es auch nicht, wenn es gerade einfach ist. Weil dann ist es ja einfach. So, weißt du, wie ich meine? So, und dann ist das, glaube ich, immer auch ein bisschen komisch. Man bekommt es, glaube ich, nicht immer mit, wenn es einfach ist. Sehe ich genauso, man kann nicht mit jedem und einem hinterherrennen. Ja. Warum habe ich denn schon wieder dubiose Matsche? Guck mal, ich renne sogar beim Kochtalent gerade hinterher. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Und manche Sachen, ich versuche viele Sachen hinzunehmen. Es ist sehr schwer. Ich hasse alles daran, wirklich. Ich bin sehr schlecht darin, Sachen hinzunehmen. Ich würde mich schon fast einfach als dumm bezeichnen, was das angeht. Manche Sachen kannst du halt einfach nicht vergessen, aber... Ja. Mal gucken. Dein Prozess. Ja. Und das ist alles sehr okay. Das ist alles okay. Ich hatte schon Phasen in meinem Leben, wo es, das klingt jetzt so blöd, aber wo es viel härter war. Und genau das ist der Grund, weshalb ich dann mir jedes Mal wieder so ein bisschen, ja, ich fucke mich auch ab. Ja, auch ich habe manchmal wirklich keinen Bock und es fuckt mich ab und hast du nicht gesehen. Aber das ist so meistens der Grund, weshalb ich dann sage, so, okay, Jasmin, und auch wenn das jetzt ein bisschen scheiße ist, weiter geht's, weil du weißt, wie es wirklich richtig beschissen ist. So. Oh, wir wären gerade schon wieder so deep, ne? Das ist, also, wir müssen jetzt mal gute Laune machen, du, ne? Also, oh Gott, das habe ich nur Äpfel gemacht. Oh Mann, ich bin so ein Idiot. Cool. Guck mal, hier habe ich noch Wild. Ah,
Ach, Jay, die macht mich ganz wild. Da muss ich erstmal kochen. Ja, lassen wir das für... Ja, wobei für den Met vielleicht auch nicht unbedingt, aber... Digga, kann das jetzt mal bitte aufhören zu pissen? Das kann doch nicht wahr sein. Ich raste aus, ey. Oh, das wäre nicht gut. Met ist aber auch fies, ne? Warum regnet denn das immer noch, Alter? Was ist denn hier los? Chat, was ist hier los? Stop it! Warum? Warum regnet denn das immer weiter? Okay. Nicht wahr sein. Warum regnet das denn immer weiter, Alter? Alter, einfach im Dschungel gelandet, Chat. Scheiße. Ich bin halt aber trotzdem schlau, ne? Das ist halt schon krass, würde ich sagen. Einfach Brain heute. Einfach krass. So, ich hoffe gerade wirklich, dass ich jetzt Hateno finde, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ich suche eigentlich die ganze Zeit nur Hateno. Oder Kari Dingenskirchen. Oh, hier regnet es nicht mehr. Geil. Einfach den Regen ausgetrickst und über ihm geflogen. Ozzy, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Hallo. Was, wir streamen schon 8 Stunden? Hoppla, okay. Ich hab keine Ahnung, ey. Ich sitze hier einfach und denk mir so, ja, okay. Toshkisi. Hä, wieso streamen wir schon 8 Stunden? Oh. Krass.
einfach immer noch Kackwetter. Uff. Cool. Ich denke irgendwie die ganze Zeit nicht daran, dass wir schon so lange online sind, aber ich finde es auch gerade sehr angenehm. Aber ich glaube, ich sollte bald rausmachen. Aber krass, ach schon. Manchmal ist das so. Und ich meine, wer will mich aufhalten? Chat, jetzt aufgehört zu regnen. Geil. Ich lieb's. Ich würde gerne wissen, was das da hinten für ein Dorf ist. Ich finde es ziemlich abfuckt, dass ich jetzt irgendwie schon wieder random irgendwo durch die Pampa laufe. Es tut mir an der Stelle auch leid für Fennec, der die ganze Scheiße schneiden muss und wahrscheinlich hier einfach ein Dingenskirchen reinbastelt, so eine Time Loop, sodass das so relativ zügig weitergeht. Aber ich finde es auch gerade einfach mega spannend, hier mich mal umzugucken, so. Aua! Oh, du Arschlochpferd, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann halt nicht. Das ist eine Wolke. Ich will halt da drüben wissen, was das für ein Dorf ist, weil es sieht ein bisschen aus wie hier Hateno, könnte es sein. Ich bin mir aber nicht sicher, 100%. Und ich bin schon wieder auf einer neuen Map. Scheiße. Mich kannst du nicht alleine über eine Map laufen lassen, ey. Das ist nicht in Ordnung. Ich bin einfach jedes Mal nur lost. Gibt es eine Open World dazu? Ja, aber ich versuche ja irgendwie im Stream immer so ein bisschen sinnvoll zu spielen. Wir haben vorhin schon ein paar Quests gemacht, ein paar Sidequests. Und so langsam haben wir auch ein paar Herzen und so. Und das ist ganz gut. Aber ich will zu meinem Freund. Stört mich einfach massiv. Chat, wir haben Hateno gefunden. Chat, wir haben Hateno gefunden. Endlich. Alter. Okay, das ist... Next Level. Okay, ciao. Oh, ich liebe die Musik. Ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Oh, schön. Das ist toll. Oh, das macht mich gerade sehr happy, tatsächlich. Ach, der Schrein ist da oben, okay. Ah, die Musik, Leute. Und hier sieht es einfach genauso aus wie in dem anderen Game noch. Schön. Sehr, sehr schön. Das ist toll. Das liebe ich gerade doch ein bisschen sehr, muss ich gestehen. Es tut mir leid. Das ist schön gerade. Das weckt so ein bisschen, ja. Some Russian happiness, du.
Was ist hier mein Auftrag? Ach, du ahnst es nicht. Alter, bitte was? Toll, gerade so, dass ich nicht hochbekomme, Lil. Okay, cool. Boah, ich glaube, mein Gehirn ist zu much pumpig mittlerweile. Hä? Okay, ich probiere jetzt einfach mal das Dümmste aus, was mir einfällt, okay? Ich glaube, Chat ist nach 8 Stunden Stream im Schlafmodus angekommen. Ich schwöre, das ist nicht, wie ich es machen sollte. Das war wirklich... Ich glaube, das war nicht der Masterplan von dem Game, Dude. Ich glaube, das war so dermaßen weit weg vom Masterplan vom Game, ey. Oh, scheiße. Nein. Oh mein Gott, ich fühle mich, als ob ich cheaten würde. No fucking way. Ich muss hier ganz schnell raus. Oh mein Gott, dieses schlechte Gewissen, das tötet mich gerade. Ich hab... Wer bin ich eigentlich, ey? Ja, gerade einfach wirklich, das war ja einfach jetzt nur Scheiße, Leute. Das war ja nur Scheiße. Oh, shit. Oh mein Gott. Das tut mir so leid, Chat. Das tut mir so leid. Wirklich, es tut mir wirklich leid. Ja, aber gerade, ich hätte ein Ehrenwort. Okay, ich habe wirklich gerade ein schlechtes Gewissen dafür, dass ich einfach nur Bullshit in diesem Spiel mache. Warum pisst denn... Ah, nee, es ist dunkel. Es pisst gar nicht. Okay, never mind. Mhm. Einfach erstmal ausrasten. Hat keiner gesehen, ja. Ich hoffe auch. Guck mal, Chat, noch ein goldener Apfel. Oh, yo. Okay. Eine außergewöhnliche Lösung. Das ist irgendwie, aber das ist irgendwie so, ich fühle mich gerade wie in der Schule. Ich habe zwar nicht in Mathe so, ich habe zwar die Aufgabe gelöst, aber nicht so, wie es geplant war am Ende des Tages.
Oh, das fühlt sich hier aber wirklich an, als ob man so zurückkommen würde. Feuer der Liebe, ich wünschte, sie bliebe die Liebe. Was ist los? Kannst du mir ruhig sagen, mein sagenhaft unauffälliger kleiner Freund. Du siehst aus, als wärst du auf Reisen. Hier im Dorf ist es friedlich, aber die Welt da draußen ist voller Gefahr. Deshalb postiere ich mich hier und behalte Fräulein Effi im Auge damit. Oh nein, er ist sich immer noch an ihr interessiert, oder? It's not stupid if it works, kann man immer wieder sagen, ja. Jetzt sagen, ich halte Wache über das Dorf und passe auf, dass kein Fremder den Frieden stört. Fräulein, das heißt Fräulein. Fräulein Effi, wenn man so will. Die Empfangsdame am Kreda Mistral. Mir ist ja total recht, wenn die Fräulein Effi trifft, wenn du Fräulein Effi triffst. Nur. Hallo Red Fox, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, wie geht's dir? Übertreib's nicht mit der, bin ich von hier und brauche Hilfe und Schutztour, ja? Eh jemand unschuldiger und hübscher aussieht als ich. Oh Gott. Also ich hätte da mal eine Frage. Was meinst du, was mein Fräulein Effi im Kinderlamissar schenken könnte? Was würde ihr gefallen? Ich frag nicht für mich, der Freund eines Freundes hat mich um Rat gebeten und ich tue mir sehr schwer. Ich kann sie ja schlecht direkt fragen. Die Quest gab's letztes Mal schon mal. Den Rechenweg und nicht direkt das Ergebnis so unnötig, ja. Vor allem später, wenn du halt eh mit einem Taschenrechner arbeiten durftest, ne? Und dann denkst du dir so, was? Ich glaube, ich habe halt nicht genug Food dabei, um mich aufzuwärmen bis da oben. 4,30, 6,30. Warte mal, sind 4,30 und 6,30 sind 11, 17. Ah, wobei. Das könnte vielleicht sogar funktionieren. Wollen wir mal schauen, ob wir da hochkommen, auf den Berg und die Karte noch aufdecken? Hier sieht es einfach original fast genauso aus wie im letzten Teil und ich muss sagen, ich lieb's sehr. Mich hat das halt immer bei dem Taschenrechner-Ding aufgeregt, weil ich mir halt dachte so, Alter, wenn ich das Ergebnis habe und nur weil dir das dann halt sozusagen nicht passt, voll blödi. Boah, wer hat sich denn überlegt, dass das so voll die gute Idee wäre, da oben das Ding hin zu positionieren? Alter, are you fucking kidding me? Oh Gott. Mehrere Taschenrechner, die auch im Unterricht echt genutzt werden sollten, aber bloß nicht in der Prüfung. Mega dumm. Hä, aber das ist doch voll blöd. Also ja, sowas kenne ich auch noch tatsächlich. Ich laufe gerade einfach eine Wand hoch, Alter. Spider-Link, Spider-Link, tut, was immer ein Spider-Link macht. Excuse me, das war, glaube ich, auch nicht der Plan, I guess. So, warte mal, reicht meine Thermobuchse hier oder ist das eher schlecht? Ah, nee, nicht ganz, okay. Es reicht nicht ganz, Chat. Es reicht nicht ganz. Es ist ein bisschen kalt. Mhm. Ich will nicht kämpfen. Ich will eigentlich... Ich will doch nur spielen. Ich tu doch... Boah, Alter, schreit doch noch lauter rum, dass ich hier bin, Mann. Dankeschön. So, und schön, dass du dich für das Abo bedankst. Das freut mich sehr. Weil es ist immer noch ein Geschenk. Und dann dafür bedankt man sich und so. Ich finde das tatsächlich immer ganz toll, wenn das die Leute machen. Lieb's. Boah, es tut mir leid, wir sind einfach schon wieder in Timbuktu, Alter. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Ey, ohne Scheiß. Warum bin ich so, Leute? Heiligen Schweden, ey. Uff. Es tut mir so leid. Mm-hmm.
nichts. Oh, oh, oh. Frostling! Oh lol, da unten sieht was cool aus, aber ich habe ein bisschen Angst davor, da hinzugehen, muss ich gestehen. Ich bin ein Link, 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 Link. Und ich bin auf dem Weg auf den Berg. Bin schon wieder so lost, Leute. Boah, ich hoffe, Fennec macht daraus eine Time Loop. Das wird sonst katastrophal, ey. Einfach besser Content auf diesem Planeten. Auf YouTube. 5000 Jahre durch irgendwas durchrennen. Uri. Bro. Mopsi? Oh, guten Tag. Ich glaube, Mopsbett kommt auch gerade wieder vorbei. Hallo. Magst du herkommen, Schatz? Das ist eine Banane, Mausi. Das kennst du nicht. Das magst du auch nicht, glaub mal. Na komm, er soll sich mal warme Gedanken machen. True that. Ja. So ein Mausi bist du neuerdings. Das ist ja schon cute, ne? Das hat sie früher eine ganze Zeit lang gar nicht gemacht. Also ich kenne das auch gar nicht von ihr tatsächlich. Dass sie so sich einfach mal vor den Rechner mitsetzt, ne? Also sonst war das immer so an der Seite dabei. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Fuck. Ah, okay. Nein! Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, Chat. Ich bin einfach so fucking dumm. Warum bin ich so? Alter, ich kann nicht mehr. Was die Entwickler sich wohl dabei gedacht haben. Wahrscheinlich nicht das, was ich hier gerade tue, ey. Fuck it. Mopsi! Bin speziell, ich weiß. Es tut mir so leid, Nintendo. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Mopsi so, das braucht ihr nicht leid tun. Ich sitze auch hier oben, glaub mal. Ich nehme auch immer den speziellen Platz. Ich glaube, ich habe mehr mit meiner Katze gemeinsam, als ich mir zugeben will manchmal. Hätten sie sich was dabei gedacht? Ach Quatsch. Ich glaube, die haben sich schon was dabei gedacht. Ich fand zum Beispiel jetzt gerade Hateno fand ich voll schön. Dass das einfach so aussieht wie im alten Spiel fast. Und das finde ich voll schön, weil du dann irgendwie noch so einen Bezug dazu hast. Weißt du, wie ich meine? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh fucking hell shit. Oh nein. Oh na. Oh Gott. Es tut mir so leid. Das sind jetzt gerade so diese Momente, die ihr eigentlich niemals sehen solltet, weil die echt hässlich gestaltet sind, weil da eigentlich kein Arsch lang läuft. Es tut mir so leid. Das ist gerade einfach nur gestaltet worden, damit das von außen schön aussieht, aber nicht damit das jetzt hier schön aussieht. Oh, es tut mir so leid.
Hallo, Entschuldigung, können Sie das bitte unterlassen, hier runter zu rutschen? Danke. Gibt's nicht auch noch einen anderen Weg irgendwie, maybe? Also. Hoch, Chat. Hier geht's hoch, ich sag es euch. Hier geht's hoch. Jetzt ist es spät. Ich wünsche dir und deinem tollen Chat einen wunderschönen Abend und hab noch viel Spaß. Lass dein Stream im Hintergrund laufen. Ich bin auch gleich fertig, wahrscheinlich. Ich wünsche dir schon mal eine gute Nacht. Schlaf gut und schön, dass du dabei warst. Chat, wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Hier hoch. Schlaf gut und träum was Schönes, Red Fox. Und Dankeschön für den Lurk. Vielen, vielen Dank. Kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich habe heute irgendwie Progress gemacht? War doch easy, sagt er. Easy, Alter. Okay, ciao. Oh, 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 Chat, 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 guck mal, da sind Inseln oben. Warum kann man das eigentlich nicht überspringen? Das ist ja voll doof hier. Neues Pferd reicht schon als Progress. Okay, wild, I guess. Oh, ich glaube, ich glaube, das Schlittenschild sollte ich mitnehmen. Hallo, euer Vater, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Ja, muss ja. Und mir geht's soweit gut. Will das Stream heute, aber. Ja. Ich muss erstmal kurz mein Proviant gelöt. Ich frag mich nur gerade, ach so,
Hä? Ich kapiere es nicht. Irgendwie konnte man das machen. Okay, das war komisch. Aber es ist okay. Okay, dann reise ich jetzt mal noch runter nach Hateno. Da ist Hateno. Und dann würde ich sagen... Oh, gehe ich jetzt kochen. Chat. Ich hoffe, das ist fein für euch. Wie lange streamen wir jetzt eigentlich? Knappe 8,5 Stunden, das ist okay.